Hinter den Mauern des Diözesanarchivs in Augsburg ist er noch zu finden. In einem Regal ganz links oben, der erste Jahrgang der katholischen Sonntagszeitung für das Bistum Augsburg, damals noch katholisches Sonntagsblatt genannt. 1927 war das, Jahrgang 1. Nummer 1. Schon damals wollte die Sonntagszeitung kein frömmelndes Blättchen sein, berichtete natürlich aus der Weltkirche und über Neuigkeiten aus dem Bistum, wie über die frisch erbaute Kirche St. Anton, aber weltliche Themen wie die Notlandung eines Ozeanfliegers gehörten auch ins Blatt. 4.400 Ausgaben später hat sich daran wenig geändert. Nur die Technik ist anders und das Erscheinungsgebiet. Heute publiziert der St. Ulrich Verlag als Medienunternehmen des Bistums auch die Sonntagszeitung für das Bistum Regensburg und zwei deutschlandweite Zeitungen. Das Herzstück bleibt jedoch die Augsburger Ausgabe mit ihren drei Regionalteilen. Wir versuchen für eine Woche eine Auswahl zu geben von dem, was wirklich wichtig ist, was Hintergrund gibt. Wir versuchen darüber hinaus natürlich auch ein bisschen Stimmung zu vermitteln. Wir sind eine Art Heimat für unsere Leser. Es gibt Leute, die haben uns seit 60, seit 70 Jahren, die sind mit unserer Zeitung groß geworden. Und wir sind uns eigentlich sicher, dass wir diese Heimat auch den jungen Menschen heute geben können, die irgendwann sagen, egal ob jetzt auf Facebook oder auf Pinterest oder was es alles gibt, die Zeitung ist das Medium, das alle vereinen kann und das für alle gemeinsam das Wichtigste rauspickt. Und daran arbeitet eine nicht so große und weitgehend junge Redaktionsmannschaft jeden Tag. Die Gesamtauflage der hier hergestellten Zeitungen beträgt immer noch 38.000. Und so sieht man trotz der Schwierigkeiten in der allgemeinen Zeitungslandschaft für die Sonntagszeitung eine gute Zukunft. Das veränderte Mediennutzungsverhalten und die zunehmende Digitalisierung wecken bei vielen Menschen den Wunsch nach stabilen Fundamenten in Form einer Orientierung an christlichen Werten. Gerade hier können wir uns als Bistumszeitung von der übrigen Medienbranche abheben und Antworten bieten. Gedruckt wird die Augsburger Ausgabe der Sonntagszeitung in modernsten Produktionsstraßen im Hause Pressedruck in der Kurt-Frenzel-Straße. Hier wird letztlich das zu Papier gebracht, was zuvor in der Redaktion ersonnen wurde. Gelesen wird die katholische Sonntagszeitung in 28 Ländern. Es gibt Abonnenten unter anderem in den USA, in Kanada, Indien, einigen afrikanischen Staaten und sogar in Australien. Dabei wird die Sonntagszeitung nicht mehr nur auf Papier gelesen. Seit einigen Jahren gibt es sie auch elektronisch als E-Paper. Es sieht so aus, als sei die Sonntagszeitung auch mit 90 Jahren noch ein ziemlich rüstiger Jubilar.